entende. Só passa, toca, tá. Eben daher. Und wieder fahren die. Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute hier dabei zu sein beim aktuellsten YouTube-Video. Aktueller wie das letzte Woche, denn es ist diese Woche, es ist jetzt gerade. Wir arbeiten heute zu dritt. Wir bauen einen Gartenzaun mit Rhombusschallung. Das hier ist der Hausherr und das ist die Haus. Das ist der Erich, den kennt ihr schon aus anderen Videos. Und ich bin der Manuel. Ich habe leider nicht abgenommen. Auf jeden Fall, wir gehen es an. Bohren, Schrauben, Dübeln, alles wird gefilmt und wird dokumentiert und festgehalten für die Nachwelt. Wenn es in 2000 Jahren jemand findet, den YouTube-Kanal, dann weiß man genau, also dann werden wie die Steinzeit mehr. Es ist. So, passt, kann man sagen. So, hier kann man kurz schon den fertigen Zaun sehen. Der wird mit Winkeln befestigt und hier wird mit dem Nivelliergerät, das steht hier, alles gerade, dass es alles in einer Flucht läuft. Denn diese Teile sind unterschiedlich von der Dimension. Das Holz trocknet nicht gleich zusammen. Auf jeden Fall ist das alles ungleich. Jetzt muss man immer mit dem Backel beilegen und jede dritte, vierte Reihe wieder kontrollieren und in die Waage wieder bringen, das Ganze. Und mit anderen Feldern vergleichen, dass das halbwegs eine Flucht wird, soweit es möglich ist. Jetzt werden wir hier die Winkeln anschrauben. Ich werde hier zu 10 cm zurückmessen. Die Rhombusschallung deckt dann quasi die Winkeln ab und man sieht sie nicht. Ich gehe hier 10 cm hinein, reiße mir hier das Loch an. Im Hintergrund hört man einen Traktor. Das ist eine sehr traktorstarke Gegend. Und einmal noch hier oben. 10 cm zurückmessen. Die Säulen sind ganz genau in der Waage. Wenn die nicht in der Waage wären, dann könnte man das nicht so machen. Dann müsste man einen montieren und müsste mit der Wasserwaage das runterwiegen. Aber das brauchen wir in dem Fall nicht. Jetzt wird gebohrt von oben nach unten. Jetzt werden die Pfostenschuhe mit so Sechskant-Gestellschrauben befestigt. Das ist ein Winkel, kein Pfostenschuh. Der Pfostenschuh kommt später. Jetzt kommen diese Pfosten, unten kommt der 5/8 Staffel, damit wir Luft haben zum Boden. Das kommt so her und an die Wand wollen wir auch Abstand haben. Jetzt kommt dieses Backel beigelegt, unten auch. So, jetzt haben wir die Luft, jetzt wird angeschraubt und jetzt brauchen wir die Wasserwaage. Und der Rest, jetzt kommt das Backel seitlich wieder heraus, auch hier. Und jetzt wird mit der Wasserwaage angeschraubt. Wart. So, geht. Passt. Und jetzt wird das alles befestigt. Jetzt ist hier diese Staffel genau in der Waage. Auf der anderen Seite wird das genauso befestigt. Und später kann man dann eine Schnur spannen und kann den mittleren Staffel mit einem Pfostenschuh quasi befestigen. Die Staffel muss liegend sein, Roger. Oben das als Abstandhalter. Unten eine Schraube. Wasserwaage. Man bringe die Wasserwaage, oh heiliger Wasserwagengeist. Jetzt wird das wieder befestigt. So, jetzt wird hier die Schnur gespannt. Das mache ich einfach mit einer Einhandzwinge, das geht am schnellsten. Auf der anderen Seite wird das so herumgelegt und gespannt. So, jetzt messen wir die Mitte aus. 385 durch 2 ist 1000, die Quadratwurzel 325 minus 180, 150, 150 könnte es sein, 190, 192, 5. Taschenrechner. 192, 5. Hier mit der Schnur schauen wir mit dem Winkel aber ein paar Millimeter zurück, dass uns der später nicht im Weg ist. Das wird jetzt angezogen, war trotzdem mal aus ordentlich. Jetzt wird das angeschraubt, die Gestellschraube. Muss man aufpassen, dass man sich nicht gleich das Handgelenk bricht, denn diese Milwaukee hört nicht zu drehen auf. Der Dübel hat sich durchgedreht, jetzt werden wir einen Schraube nach unten hineinschlagen und jetzt sollte das trotzdem halten, weil es jetzt enger wird. Jetzt hat die Schraube natürlich festgezogen, weil wir von unten eine andere Schraube hineingestellt haben mit dem Kopf nach unten. Und die zwei Schrauben sind jetzt ineinander gegangen und haben sich quasi verkeilt und hält bombenfest. Jetzt kommt der Staffel herein. In den Pfostenschuh kommt der Staffel hinein. Mit der Schnur einen halben Millimeter circa zurücksteht, dass er nicht im Wege ist. Mit der Wasserwaage schauen. Der erste Schraube ist noch uninteressant. So, und jetzt beim zweiten wird schon etwas strenger, dass das in der Waage ist.
Und jetzt haut Erich noch Gestellschrauben hinein, glaube ich, oder? Mhm. Diese kleinen 4x35er oder 4x40er Schrauben sind jetzt nur, um das Ganze mal grob zu fixieren. Und jetzt kommt hier in diese große Bohrung ein 6er Gestellschraube hinein und dann hält das. Und wie man hier sehen kann, ist dann der Schnur entlang das alles ganz gerade und man kann die Zaunelemente so montieren, wie man es hier sieht. So, andere Seite kommt auch noch so einer. Das hat in Wirklichkeit nicht viel zu halten. Das Gewicht drückt ja nach unten. Es geht dann um den Wind noch und so weiter, also dass der Wind, der Druck. Jetzt messen wir, wie lange die Latten werden. Jetzt sehen wir das Maß 380,2. Wir legen uns so eine Latte her. Da messe ich 380,2 plus 1,5 cm, weil das wird dann später noch mit der Führungsschiene abgeschnitten. 380,2 plus 1, so 300, fast 382. Schneiden wir das. Jetzt gehe ich genau zum Strich her. Und jetzt wird hinten das hier angeschraubt, das ist mein Anschlag. Jetzt kann ich natürlich alle gleich lang abschneiden. Das ist wie in einem Märchenfilm. So, das schneide ich jetzt ab. Ist ja wurscht, wie durchschneiden wir es hinwollen. So. So, jetzt können wir essen quasi. Arbeit unterbrochen, Mittagspause, wir essen. Wir dürfen leider nicht ins Haus hinein, aber das Lustige daran ist, auch der Haus ja nicht. Jetzt haben wir hier das unterste Teil hergelegt. Jetzt werden wir mit dem Nivelliergerät dieses Maß hier annehmen und hierher übertragen, dass das quasi in einen durchläuft. Jeder hat natürlich kein so ein Nivelliergerät zu Hause. Ich hatte auch keines zu Hause. Gestern war eine Baustelle in der Nachbargemeinde, da bin ich vorbeigefahren und seither habe ich ein Nivelliergerät. Nein, Spaß beiseite, das habe ich schon vor 2 Jahren gestohlen. Auf jeden Fall, man kann das auch mit einem Laser machen oder früher, die Römer haben sowas wahrscheinlich mit einer Schlauchwaage gemacht oder mit der Sonneneinstrahlung. Keine Ahnung, wir machen es mit einem Nivelliergerät und jetzt werden wir schauen. Jetzt schaue ich hier durch, er hält das Maßband hin und hier innen sehe ich ganz genau das Maßband und somit können wir dann überall das gleiche Maß übertragen. Hier unten hat er eingehängt und hier oben lese ich das Maß ab. Jetzt kontrolliere ich noch, ob das in der Waage steht. Da steht, ein wenig hat sich das verändert. So, jetzt passt es wieder. Jetzt schaue ich da durch, verkehrt halte ich es, so muss ich durchschauen. So. Und jetzt sehe ich das Maßband, jetzt sehe ich 91,7. Jetzt gehen wir zum Mittelsteher her. So, und jetzt müssen wir hinunter um 1 Zentimeter, 8 mm noch. 5 mm noch, dann haben wir 91,7. 3 mm noch, 1 mm noch, passt. Jetzt hat Erich einen Strich gemacht. Jetzt sind unten der Nullpunkt, den wir von drüben übertragen haben. Und jetzt passt das. Und jetzt übertragen wir diese 91,7 noch auf diesen Punkt und auf diesen Punkt und dann werden die Mittenlaschen montiert. Wir hören auf um 5 mm, 3 mm noch auf, 1 mm auf. Passt, 91,7 passt. So, und jetzt hier das letzte Mal. Ihr wackelt noch sehr viel. Auf jeden Fall, hier sehe ich den Maßstab wirklich so groß, dass das Maß muss zu mir her schauen. Ich sehe es nicht. Jetzt sehe ich es. 2 mm auf. Okay, sie sind etwas, sie sind schon alt. 1 mm runter. Passt ganz genau, Schrauben. Und jetzt ist diese Lasche hier genau in der Waage. In der Mitte kommen noch Steher hinein, also nur so wie hier, nur so Abschnitte, damit sich das Holz so nicht drehen kann, dass es relativ steif bleibt. Warte, das muss ich auch erklären. Hierzu teilen wir dieses Feld, das hat jetzt 180, teilen wir auf 3 Felder auf, dann bleiben kommen 2 Steher quasi und 120, dann kommen hier diese 2 Steher hinein.